Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixu und hier bekommst du jede Woche Donnerstag ein neues Video rund um das Thema Nähen und Plotten. Wie bereits gesagt, geht es jetzt in den nächsten Tagen so ein bisschen mehr um das Nähen, nämlich um das Nähen von Hosen. Denn ich sitze zurzeit an einem Hosenschnittmuster, beziehungsweise das Hosenschnittmuster ist bereits fertig, befindet sich aktuell im Probenähen und es gibt schon wirklich mega, mega tolle Ergebnisse. Und ich bin so gespannt und freue mich so riesig darauf, wenn ich euch endlich die wundervollen Fotos der lieben Probenähmädels zeigen kann. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Hosenschnittmuster zwischen den Größen näht. Ich habe bereits schon mal ein Video gemacht zum Nähen zwischen den Größen. Ganz, ganz wichtig ist eben, dass du das Schnittmuster immer nach deinem Umfang auswählst und anschließend nach dem Umfang entsprechend die Größe ermittelst. Und wie du dann bei Hosen zwischen den Größen nähst, das zeige ich dir jetzt. Um bei Hosen entsprechend zwischen den Größen nähen zu können, gehst du im Prinzip ganz genauso vor, wie ich dir das bereits in dem Video gezeigt habe, für das Nähen zwischen den Größen bei Oberteilen. Das verlinke ich dir mal hier oben. Du schaust entsprechend, wie deine Werte sind, misst also deinen Taillenumfang, misst deinen Hüftumfang. Die Basis für deine Hose bildet immer dein Hüftumfang. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass dein Hüftumfang hier bei einer 46 liegt. Der Hüftumfang ist immer ungefähr auf Höhe der Kreuznaht, also des Kreuznahtsende. Und das kannst du dir entsprechend im Schnittmuster dann markieren. Hast du dir hier diese Stelle markiert? Gehen wir mal davon aus, dass dein Taillenumfang einer 40 entspricht. Das Ganze markierst du dir auch. Und im nächsten Schritt geht es genauso weiter mit dem Nähen zwischen den Größen wie auch bei einem Oberteil. Du verbindest diese beiden Linien entsprechend miteinander. Und im unteren Teil, also im Teil des Beines, behältst du natürlich ganz einfach die Linie bei, die du in deiner Hüftweite gewählt hast. Genauso machst du das hier auf der Seite der Kreuznaht. Hier ist die Gradierung ein bisschen kürzer und guckst, dass du von dem Punkt des Endes der Kreuznaht nach oben hoch gehst auf deine entsprechende Größe. Und jetzt hast du an beiden Seiten der Hose entsprechend deine Kreuznaht und auch die Seitennaht so abgeändert, dass du in der Taille auf eine 40 kommst und auf Hüfthöhe in eine 46. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du gibst mir einen Daumen hoch und ich hoffe natürlich auch, dass du jetzt dein Hosenschnittmuster entsprechend auch zwischen den Größen nähen kannst. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du hier unten meinen Kanal abonnierst und wir uns hier jetzt öfter zu neuen Videos und Nähanleitungen für meine Schnittmuster sehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!